Nachdem ich nun sämtliche Überschriften entsprechend formatiert habe mit der entsprechenden Formatvorlage, kann ich jetzt Word automatisch ein Inhaltsverzeichnis erstellen lassen. Dazu gehe ich auf die Seite, die ich dafür freigelassen habe und kann auf dieser Seite jetzt das Inhaltsverzeichnis einfügen. Problematisch ist so ein bisschen, dass ich hier einen Platzhalter eingetragen habe. Wenn ich den jetzt einfach lösche, dann zieht Word den Text von unten nach und löscht offensichtlich auch meinen Abschnitt, sodass das ganze Dokument nur noch einen Abschnitt bildet und damit auch auf der Titelseite eine Seitenzahl angezeigt wird. Das möchte ich natürlich nicht. Ich mache das einmal rückgängig. Warum das so ist, weiß ich nicht genau. Ich werde euch jetzt einen Workaround zeigen, den man benutzen kann. Es kann sein, dass das auch eleganter geht. Ich persönlich habe nur diesen Weg gefunden, der funktioniert. Aber wenn ihr eine bessere Möglichkeit findet, könnt ihr die natürlich auch nutzen. Dazu klicke ich vor dem Platzhalter, klicke jetzt auf Referenzen in der Menüleiste und auf Inhaltsverzeichnis und wähle mal automatisches Verzeichnis 2. Der Unterschied ist lediglich, hier heißt es Inhalt, hier heißt die Überschrift Inhaltsverzeichnis. Klicke das an. Und jetzt scrolle ich ein bisschen hoch und ich sehe, Word hat mir hier ein Inhaltsverzeichnis automatisch angelegt und zu all den Überschriften die Seitenzahlen ergänzt und je nachdem, welche Überschriftsebene das ist, auch entsprechend eingerückt. Jetzt kann ich den Text hier unten auch nicht einfach löschen. Das jetzt tue, rückt nämlich wieder der Text nach und es passiert das gleiche mit den Seitenzahlen. Ich mache das nochmal rückgängig. Ich muss tatsächlich einmal den Cursor an das Ende des Wortes setzen, die Return-Taste drücken, dann springt der Cursor einen Ticken nach rechts und jetzt lösche ich einfach das Dokument, den Text weg und ich sehe keine Seitenzahlen und hier fangen sie dann an. Das heißt, genau so soll es sein. Wenn ich jetzt in dem Dokument eine Überschrift umbenenne oder eine Überschrift hinzufüge oder eine Überschrift entferne. Oder dadurch, dass ich bestimmte Absätze verkürze oder verlängere, Überschriften auf andere Seiten rutschen. Dann muss ich Word noch sagen, dass er diese Änderung übernehmen muss. Ich muss ihm nicht genau sagen, was ich geändert habe. Ich muss ihm nur sagen, schau nochmal nach und berechne das Inhaltsverzeichnis neu. Dafür klicke ich auf Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Und jetzt habe ich die Wahl zwischen nur Seitenzahlen aktualisieren und gesamtes Verzeichnis aktualisieren. Nur Seitenzahlen reicht dann aus, wenn ich an den Überschriften selbst nichts geändert habe. Habe ich das aber getan, muss ich auf jeden Fall gesamtes Verzeichnis aktualisieren auswählen, dann mit OK bestätigen und Word würde dann sämtliche Änderungen in der Benennung als auch in den Seitenzahlen vornehmen. Wenn ich möchte, kann ich jetzt das Inhaltsverzeichnis noch ein bisschen nach eigenem Geschmack formatieren. Ich kann jetzt zum Beispiel noch einmal die Return-Taste drücken, dass hier noch ein bisschen ein Absatz ist. Ich könnte die Überschrift formatieren. Ich könnte sagen, dass sie mit der Überschrift im restlichen Dokument übereinstimmen soll und könnte auch hier diese Punkte ändern. Aber im Grunde genommen übernimmt er die Werte, die ich hatte. Ne? Also New Times Roman 12. Ich kann das natürlich auch ändern, wenn ich möchte. Aber es sollte idealerweise so sein, dass der Text, das eigentlich Inhaltsverzeichnis, identisch ist mit dem Text hier unten in der Arbeit und dass der Titel oder die Überschrift Inhaltsverzeichnis identisch ist mit der Standardüberschrift in meiner Arbeit. Jetzt muss ich nur darauf achten, dass er nicht das Inhaltsverzeichnis selbst zählt, was er nicht tut. Also ich habe es als Überschrift markiert, aber er zählt es nicht in das Inhaltsverzeichnis mit rein. Ich kann es also ruhigen Gewissens als Überschrift formatieren. Und das ist schon alles, was ich bedenken muss, um ein automatisches Inhaltsverzeichnis zu erstellen.